Hallo und willkommen auf dem schwarzen Kontinent. Dies ist eine der gefürchtetsten Schlangen der Welt, eine schwarze Mamba. Wir wollen uns diesmal die tödlichsten Schlangen Afrikas aus der Nähe anschauen. Am Fuß des Kilimandscharo, der sich majestätisch über der Savanne im ostafrikanischen Hochland erhebt, beginnt unsere Suche nach der sagenumwobenen schwarzen Mamba. Hier in der Trockensavanne werde ich auf einige der gefährlichsten Giftschlangen der Welt stoßen. Ein ziemlich großer Bursche. Er verspritzt Urin. Das heißt, er ist in der Brunst und daher besonders reizbar und angriffslustig. Er ist auf der Suche nach Weibchen. Ihn zieht es in die offene Savanne, während ich auf den Wald zugehe. Ich bleibe in sicherer Entfernung. Er will da lang, ich hier lang. Die schwergewichtigen Säugetiere lassen beim Gehen den Boden erzittern. Ein Alarmsignal für die Schlangen, sich schleunigst in Erdlöcher unter Baumstämme oder auf die Bäume zu verziehen, um nicht zertrampelt zu werden. Eine Kobra. Eine Kobra. Sie hat sich aufgerichtet. Und wie wütend sie ist. Es ist eine Ureus-Schlange, keine Speikobra. Die Brille brauche ich nicht. Schnell ist sie. Diese Schlange ist unheimlich aggressiv. Ureus-Schlangen sind berüchtigt für ihre Angriffslust. Ihr Gift ist sehr stark. Und ich sage euch, die hier ist richtig wild. Vielleicht liegt's an den Herden, die gerade vorbeigezogen sind. Die großen, schweren Huftiere nehmen keine Rücksicht auf Schlangen. Die hier ist echt sauer. Sie hat sich auf einen Baum geflüchtet. Mal sehen, ob ich sie da herunterholen kann. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Schlange gesehen, die so aggressiv ist. Sie kam vorhin direkt auf mich zugeschossen. Schuld daran ist bestimmt das Großwild. Sie versteht keinen Spaß. Nein, nicht hier lang. Schön da lang. Ist ja gut. Dir passiert schon nichts. Ich habe noch nie eine so angriffslustige Schlange gesehen. Das ist typisch für die Ureus-Schlange. Keine Angst, dir passiert nichts. Die Ureus-Schlange ist von allen Kobra-Arten diejenige mit dem größten Verbreitungsgebiet. Fast überall auf dem afrikanischen Kontinent fallen ihr Menschen zum Opfer. Sie beißt rasch zu. Und wie ihr seht, ist sie äußerst aggressiv. Sie gehört zu den gefährlichsten Kobra-Arten überhaupt. Ihr Biss ist tödlich. Hat man kein Schlangenserum parat, führt der Biss unweigerlich zum Tod. Es sei denn, man bekommt nur eine kleine Schramme ab, was bei dieser Art allerdings unwahrscheinlich ist.
Most often you're gonna die, unless it's a very minor bite, which for this species is unlikely. Hier sieht man schön die großen Giftdrüsen seitlich am Kopf. Sie hat bestimmt eine Menge Gift auf Lager. Die Ureus-Schlange geht sowohl am Tag als auch bei Nacht auf Beutefang. They're both nocturnal and diurnal, so they'll hunt day and night. Worauf sie gerade Jagd gemacht hat, konnte ich nicht feststellen. Dir passiert nichts. Ein aggressives Biest. Jetzt hat sie sich aufgerollt. Ich komme nicht an sie heran. Eine äußerst aggressive Schlange. Und groß ist sie. 1,80 Meter schätze ich. Aber es gibt noch größere Exemplare dieser Kobra-Art, die über 2,40 Meter lang werden. Diese ist fuchsteufelswild. Eine Ureus-Schlange soll es auch gewesen sein, mit deren Hilfe Kleopatra Selbstmord beging. Sie war das Symbol der ägyptischen Herrscher. Ich werde sie nicht weiter stören. Sie ist völlig aufgedreht und aggressiv. Offensichtlich hatte sie sich auf den Baum geflüchtet, weil sie Angst vor dem Großwild hat. Obviously scared of all the big game around here. You're all right, mate. You're all right. Eine wirklich atemberaubende Schlange. Ihr Gift ist tödlich. Aber wenn die großen Herdentiere durch die Savanne galoppieren, muss sie aufpassen, dass sie nicht zertrampelt wird. Im Wald der Savanne sind die Reptilien sicherer, da die Herden nur selten bis hierher vordringen. Eine graue Baumnatter. Den Legenden der Eingeborenen zufolge kann ihr Kopf den Körper eines Menschen durchbohren. Vor ihrem Gift muss man sich in Acht nehmen. Von dieser Schlange möchte ich lieber nicht gebissen werden. Das Gift der grauen Baumnatter ist sehr stark und es gibt kein Gegengift. Sie gehört zu den Trugnattern. Bei uns in Australien gibt es vollkommen harmlose Arten. Die Giftzähne der grauen Baumnatter sitzen hinten im Rachen. Sie kommt recht häufig vor in Afrika. Auf ihr Konto gehen zahlreiche Bisse und Todesfälle. Sie gehört zu den wenigen Schlangenarten, deren Augenstellung ein binokulares Sehen ermöglicht. Dadurch kann sie auch Beuteobjekte erkennen, die sich nicht bewegen, wie etwa ein Chamäleon, das regungslos auf einem Ast sitzt. Sie muss mehrmals zubeißen, um das Gift ihrer Beute einzuspritzen. Ihre Giftzähne sitzen im hinteren Teil des Kiefers. Es kommt vor, dass Menschen von einer grauen Baumnatter gebissen wurden, ohne vergiftet zu werden. Ihr Kopf ist relativ groß. Deutlich zu erkennen ist die grüne Zeichnung auf der Oberseite. Damit ist die Schlange hervorragend getarnt. Bei der Jagd auf Beute bewegt sie sich durchs Geäst wie ein zitterndes Blatt. Hat sie sich nahe genug an ihr Opfer herangeschoben, packt sie es blitzschnell. Typisch für diese Schlange ist außerdem, wie sie ihre Zunge einsetzt. Mal sehen, ob ich sie dazu bringen kann, sie herauszustrecken. Ihre Zunge ist orangefarben, wobei die Spitzen etwas dunkler sind. Indem sie sie hin und her bewegt, benutzt die Schlange ihre Zunge als Köder. Ein Vogel, der sich davon anlocken lässt, wird blitzartig gepackt, getötet und geschluckt. Eine Elefantenfamilie. Die Dickhäuter haben Steve gewittert, obwohl er sich gegen die Windrichtung genähert hat. Elefantenmütter haben einen ausgeprägten Schutzinstinkt. Ja, sie haben mich längst gewittert. Und weil ich nicht möchte, dass sie mich als Bedrohung sehen, ziehe ich mich langsam zurück. Steve hat eine weitere Schlange entdeckt, die wie eine Kobra aussieht. Sie ist vor den Elefanten ins Unterholz geflüchtet. Na, wer hat hier wen gefangen? Es ist keine Kobra. Es ist eine rötliche
Schnabelnasennatter. Sie hat große schwarze Augen. Eine tagaktive Spezies, die man leicht für eine Kobra halten kann. You can see why I would think it's a cobra. Ihr Gift ist nur schwach. Beiß mich nicht ins Gesicht. Come on. Los, zurück mit dir. Ich setz dich wieder auf den Boden. Der Kopf ist wunderschön orange gefärbt. Wegen dieser Haltung werden sie häufig mit Kobras verwechselt. Diese hier spreizt sogar ein wenig den Nacken, so als ob sie gleich zubeißen wollte. Ich bin mir nicht sicher, wie gefährlich sie ist. Ich weiß nur, dass ihr Gift nicht so wirksam ist und dass es sich um eine tagaktive Schlange handelt. Sie züngelt unaufhörlich. Weil sie sich von mir bedrängt fühlt, hat sie meine Hand umschlungen. Und sie wird mich nicht eher loslassen, bis sie sich sicher fühlt. Ich robbe jetzt ein Stück zurück und lasse sie ihrer Wege ziehen. So I'm just gonna drop back off him a bit and just let him go. Sie hält mich immer noch fest. Eine wunderschöne Schlange und für afrikanische Verhältnisse ziemlich harmlos. Menschen werden nur selten von ihr gebissen. Ihr Biss ist in der Regel nicht tödlich. Das kann man von den Reptilien, denen wir gleich begegnen werden, nicht gerade behaupten. Das Flugzeug bringt uns zu einem Dorf in einem entlegenen Winkel der ostafrikanischen Wildnis. Wie wir erfahren haben, leiden die Bewohner unter einer Invasion von Sandrasselottern. Das zerklüftete Vulkangestein der Gegend bietet ihnen und anderen giftigen Tieren ideale Versteckmöglichkeiten vor der sengenden Sonne. Seit die Ottern in die Dörfer vorgedrungen sind, ist die Zahl tödlicher Bisse stark gestiegen, zumal die Leute überwiegend barfuß herumlaufen. Die Dorfbewohner vermeiden es wohlweislich, unter jedem Stein nachzusehen. Sie wissen genau, was sie dort finden werden. Giftschlangen, Skorpione und Spinnen. Right here. In diesem Dorf herrscht ein Konflikt zwischen Menschen und Schlangen, so wie in weiten Teilen der trockenen und halbtrockenen Regionen im Inneren des afrikanischen Kontinents.